So, ich drücke mal auf Pause, halt in der Hoffnung. Ja, das würde sogar passen. So. So, die Züge kommen da hier rum. Fahren dann da runter. Kriegen dann hier noch eine Brücke. Ja, ich weiß, schön ist was anderes. Und kommen dann da so ran. Züge, dass sie es auch so machen. Aber warum drehen die denn dort um? Das finde ich ja lustig, dass sie dort einen U-Turn machen. So, der fährt lang. Gut, das passt schon mal. Hat natürlich auch den Vorteil, durch die langen Schlangen und Runden, die die hier fahren, entzerrt sich das Ganze so ein bisschen. Aber jetzt natürlich noch die Frage, warum macht der andere Zug da einen U-Turn? Jetzt hat er es nie gemacht. Nee. Na gut, vielleicht hat sich das jetzt eingespielt. Ich beobachte das nochmal. Guck mal, was das für eine Verbesserung war, das so zu machen, wie das jetzt mit den Steinen und dem Holz oben abgeht. Also relativ gesehen. Bloß bei den Lehmgruben scheitert es gerade ein bisschen. Aber immerhin, ich hoffe, dass jetzt vielleicht das Chaos so ein bisschen vorüber ist. So, genau. Das Thema Kohle. Wartung pro Minute minus 10. Aber gut, das ist doch bloß Geld, oder? Ich habe ja erstmal im Moment Geld im Überfluss. Also in Anführungsstrichen. Solange das an Wartung keine Ressourcen braucht, sag ich mal, ist das doch aber eigentlich eher in Ordnung. Produktion, Wartung. Was eigentlich mit diesen Steinstraßen? Kann ich die jetzt bauen, oder? Ich will das jetzt wissen. Diese Steinstraße, wenn ich jetzt sag, ich mache da so einen ganzen Straßenzug weg. Und ich sag, ich baue jetzt einfach hier. Aber es kann doch nicht sein, dass ich die ganzen Straßen abreißen und neu bauen muss. Liebe Entwickler. Du kannst halt einfach hier, wenn du jetzt sagst, du machst einfach hier mal so einen ganzen Straßenzug platt und dann einfach zumindest am repräsentativen Bahnhof sollte man das machen.
Oh, jetzt soll ich einen Stein dazu. Brauchen mehr Steine. So. So kann ich jetzt so ein Haus hier upgraden, wenn ich jetzt sage. Achso, brauche ich Ziegel. Warum, was ist mit der Ziegelproduktion los? Warum stagniert diese? Schöne Markenaufwertung verfügbar. Die Kapazität der Lagerhalle. Was nimmt man denn hier? Habt ihr hier Erfahrungswerte, was man hier nehmen kann? Ich nehme auch die Lagerhalle, die kann ruhig mehr lagern. Ist hier voll, aber es kommt keiner, der es bedient. Das bringt ja immerhin 50% Bewegungsreichweite. Das heißt, die können ja mehr erreichen dann. Was ja per se nichts Schlechtes sein muss. Also sind wir wieder out of Steine. Radikal vor, wo man natürlich auch aufpassen muss, dass man sich dann mit seinen Leuten in der Stadt nicht versaut, wenn die nirgendwo mal hinkommen. Vielleicht gibt es ja dann auch neue. Ah, ich habe wieder keine Steine mehr. Die Steinversorgung könnte irgendwie besser sein. Mehr an. Drei Züge. Ziegel. Also das ist der mit den Arbeitern. Ach. Kann es sein, dass Kohle, Lehm, Arbeit, aber die Ziegel werden gar nicht abtransportiert. Okay. Dann müssen wir mal eben
Achso, hier gibt es noch nicht. Da muss ich erstmal die Handwerker finden. So, die Ziegel, das sind die hier. Achso, jetzt habe ich natürlich die Route nicht mehr drin, oder? Nee. Okay, lass mal eine Route machen. Also, warum haben wir den Zug hier nicht mehr drin? Das ist natürlich auch komisch. Ich bin der Meinung, es gab mal einen oder hat man den nie gemacht und sind bloß erstmal auf das Achievement gegangen. Nee, ist ja erstmal egal. Ziegelei 1, Lager, Ziegel. So, wir haben die Ziegelei und da machen wir, ich mache das jetzt richtig. Was hat er geschrieben? Für volle leere Fracht oder verstrichene Zeit. Na gut, 20 Sekunden, machen wir 30. Und beim Lager kann das ja dann entladen. Was heißt freimachen? Also ich will nicht draufklicken, wahrscheinlich löscht es das dann. So, dann Haltbedingungen für leere Fracht und für verstrichene Zeit auch 30 Sekunden. Für verstrichene Zeit? Ja. Gibt es den Zug ja noch drin? Ja. So, jetzt bin ich mal gespannt. Achso, der fährt erstmal herum, weil er sonst anders nicht hinkommt. Aber er müsste eigentlich... So, jetzt ist er. Oh, das ist ein schönes Ziegelpaket. Und zack. So, jetzt geht's ja los mit den Ziegeln. Es wird geziegelt, was das Zeug hält. Bis Blut und kleine Knochen fliegen.